Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute, freuen. Ja, freust du dich? Freust du dich, dass du heute Morgen gesund aufgestanden bist? Freust du dich, dass du dich selber waschen konntest? Freust du dich, dass du dich duschen konntest? Ah, waschen, duschen, ja klar, guten Morgen, Herr Krammeri. Freust du dich, dass du selber essen konntest, dass du zur Arbeit fahren konntest? Freust du dich jetzt auf den Feierabend? Freust du dich, dass du mit schönen, guten Menschen zusammen warst? Hey, das kann so schnell zu Ende gehen. Guter Freund von mir, Schlaganfall. Gott sei Dank nur ein ganz, ganz kleiner, aber hey, das kann so schnell vorbei sein. Ja, so schnell kannst du dich eben nicht mehr freuen, weil das, was jetzt selbstverständlich ist für dich, wird plötzlich ganz, ganz anders. Also ich wünsche dir sehr, 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 sehr von Herzen, dass du da echt aufpasst auf dich. Und wenn du dich freust, so richtig tief von innen, kann sich auch deine Seele freuen. Wenn sich deine Seele freut, dann geht es deinem Körper wieder gut, dein Geist ist entspannt. Also geh wirklich in die Freude hinein und auch in die Dankbarkeit. Das sind ganz, 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 ganz wichtige Ratgeber. Ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig Menschen sich freuen, wie für viele Menschen alles nicht qualisch, alles ist mühsam, man sieht es ihnen schon im Gesicht an. Sage, freust du dich? Ich bin jetzt gerade auf der Autobahn, auf der Fahrt nach Straubing, schnell in der Autobahnraststätte angehalten, da hat eine so eine Schlere gezogen, wo er mir den Kaffee gemacht hat. Und sage, geht's Ihnen nicht gut? Oh, ich freue mich so auf den Feierabend. Wieso? Ja, dass ich meine Ruhe habe, scheiß Arbeit. Ja, das ist natürlich schon eine oberdoofe Einstellung, scheiß Arbeit. Hey, wenn deine Arbeit dir keinen Spaß macht, dann such dir doch etwas anderes. Bau dir passives Einkommen auf, dass du dich freuen kannst. Ich habe gerade eben kurz in meine Accounts reingeschaut. Ich habe zig verschiedene Firmen. Ich habe zig verschiedene passive Einkommensquellen. Du, ich habe mich einfach gefreut. Während der zweistündigen Fahrt habe ich nebenbei 385 Euro verdient. Wie cool ist denn das? Hey, da kann ich wirklich ganz, ganz entspannt Auto fahren, ohne Stress. Und ich freue mich so über mein Leben. Und ich möchte dich einfach auch dazu einladen. Trag dich einfach unten ein. Und du erhältst alle Infos, die du brauchst, aber bitte, bitte, freue dich einfach über alles, ich freue mich. Vorhin war Stau, ja, ich habe mich gefreut, wieso? Dadurch konnte ich einfach meine E-Mails beantworten im Stau. Wie geil ist denn das? Da muss ich es heute Abend nicht im Hotel machen. Hey, danke, danke, dass ein Stau war, freu. Wenn du mal offen durch die Welt gehst, wirst du sehr, sehr viele Dinge finden, wo du dich freuen kannst. Ich freue mich jetzt auch auf deine Kommentare und ich freue mich sehr, wenn du das Ganze teilst hier. Ciao. Bye-bye.